Und die letzte Frage hier auf diesem Zettel. Gibt es ein bestimmtes Gebet für Laylatul Qadr? Das ist auch eine falsche Annahme von vielen Leuten. Sie denken, es gibt zu Laylatul Qadr ein bestimmtes Laylatul Qadr Salah. Das gibt es nicht. Und es gibt Aussagen von Leuten, gestern hat mich noch meine Frau gefragt, einer Schwester wurde gesagt, sie soll 100 Raka beten in Laylatul Qadr, mashallah. Und ich weiß nicht, wie oft Qul huwallahu ahad und das alles sind Erfindungen von Leuten, die keine Rechtsleitung haben. Es gibt kein bestimmtes Gebet, sondern wie verbringt man Laylatul Qadr? Ganz normal. Man betet abends mit der Gemeinschaft Tarawih. Dann kann man, wenn man will, nach Hause gehen, dann liest man Koran, man spendet, man macht Dhikr, man gedenkt Allahs, man macht Dua, man bittet Allah Azza wa Jal. Und dann kann man in der Nacht nochmal beten. Das ist das, was du machen kannst, mehr nicht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Derjenige, der Laylatul Qadr wie verbringt, in Anbetung verbringt. Die Gelehrten sagen, den ganzen Teil der Nacht oder ein Großteil der Nacht. Man qama Laylatul Qadr. Heißt nicht, dass du einfach nur sagst, Astaghfirullah wa tubu ilayh, und dann gehst du schlafen den ganzen Tag. Nein. Sondern die gesamte Nacht, diese Nacht belebt. In Anbetung, mit Dhikr, mit Ibadat. Entweder die ganze Nacht oder. Was haben wir gesagt, oder? Ein Großteil dieser Nacht. Mutawakkil ist wach. Assalamu alaikum.